beim ZDF. Das müssen Sie doch wissen, oder? Na klar. Ich meine, da geht es ja drunter und drüber in diesem Laden. Ja, ja. Diese ganzen Korruptionsanschuldigungen und diese ganzen schlimmen Gerüchte, die man da hört und so. Auch den Schmuddelkram, den die mal senden. Ne? Ja, wirklich. Also ja. Das ist ja also für mich als Gebührenzahler schon fast. Also man traut sich nicht mehr, das Fernsehen offen vor den Kindern rumliegen zu lassen. Genau. Sehr, sehr knapp. Und der Kanzler hat gesagt, Joschka, versuche die Abweichle umzustimmen. Aber lass es wie ein Unfall aussehen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Sehr aufmerksam. Ich weiß, dass ich schätze. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Und, meine Damen und Herren, der Frühling ist da. Nein, ich kann mir diese Floskel nicht entgehen lassen. 37 Grad heute hier bei uns in Köln. Freibäder geöffnet. Freies Eis für alle von der Kölner SPD. Traumwetter. Hier in Köln-Mülheim ist es so warm, die ersten Ratten sind bereits teilrasiert. Traumwetter, aber eine Meldung, die doch ein bisschen eine Wolke über unser Gemüt geschoben hat. Und zwar, stellen Sie sich vor, unsere fantastischen Ärzte. Und wer liebt unsere Ärzte mehr als ich, der täglich mindestens 3 aufsucht? Jetzt mussten wir lesen, Mediziner begehen doppelt so häufig Selbstmord wie andere Berufsgruppen. Depression, verzweifelt und sie wissen natürlich, wie es geht. Ja. Muss man offen sagen, nicht wie unter einer sich mit einem Strick unter das Auto legen oder so. Nein, der Mediziner an sich schluckt das Richtige. Sie wissen, wie diese tödlichen Cocktails aus Medikamenten und Alkohol wirken. Im Gegensatz zu vielen bei uns im Showgeschäft. Viele Mediziner bringen sie einfach um, indem sie in ihrem Wartezimmer die alten Zeitschriften ablecken. Ha? Dann ein schönes Jubiläum einer Einrichtung, die auch ich als Heranwachsender, als Pubertierender, als Adoleszenter genutzt habe. Interrail. Wir haben schon mehrfach an dieser Stelle darüber berichtet. Erinnern Sie sich, ja? Das Interrail-Ticket. Sie wissen doch, dieser Pass zahlt man einmal, kann 4 Wochen umsonst durch ganz Europa fahren. Interrail war ja eigentlich doch eine Erfindung für Leute, die fürs Trampen zu hässlich sind. Mein Rekord, 23 Stunden an der Autobahn bei Avignon. War aber nicht so schlimm, weil der Urlaub bis dahin war auch schon scheiße. 23 Stunden in Avignon, 4 Wochen mit einem Ticket durch ganz Europa. Früher hieß das Wehrmacht. Helmut Schellett and the Pink Panthers. So, heute keine Gäste. Heute keine Gäste. Heute keine Gäste. Ist das ein Novum? Nee, einmal hatten wir es, glaube ich, schon mal. Da war aber irgendwie Schneetreiben oder was. Einmal konnte Rubenbauer nicht kommen mit dem Flugzeug. Oder ja, oder die Aktion hat so lange gedauert, dass wir die wieder nach Hause geschickt haben. Ich weiß es nicht mehr. Warum haben wir heute keine Gäste? Weil heute Weihnachtsfeier ist. Wieso? Das ist doch kein Grund. Deshalb könnte man doch in der Show trotzdem den Gast haben. Ja, aber die bleiben ja meistens dann. Wir kennen uns seit 6 Jahren, meine Damen und Herren, oder? Wir sind ehrlich. Die Gäste stören auf der Weihnachtsfeier. Bisher hatte man es immer so, zuerst hat man es nicht gecheckt in den ersten Jahren. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, laden wir ein. Ach, scheiße, die Gäste sind da. Dann sagt man so, Mensch, wollt ihr nicht mitkommen auf die Weihnachtsfeier? In der Hoffnung, dass die Gäste sensibel sind, um Gottes Willen, das ist eure Weihnachtsfeier. Ihr seid das ganze Jahr zusammen, da wollen wir nicht stören. Dann hast du irgendwie lustlos einen mit so einer warmen Piccolo-Flasche in der Ecke stehen und sagst, wie ist das? Ach so, das war gerade der Gast. In den nächsten Jahren, sagen wir mal ab Jahr 3 oder so, hat man gesagt, pass auf, Vorsicht, an diesem Freitag ist die Weihnachtsfeier. Lade mal da jemand ein, dem du auch noch hinterher gerne sagst, komm doch mit auf die Weihnachtsfeier. Genau. War auch okay. Ja. Ja? Ja. Letztes Jahr zum Beispiel Hella von Sinnen. Großartig. Mit Lebensgefährtin, fabelhaft. Ja. Aber trotzdem haben wir uns gesagt, im Grunde, wie soll ich sagen, im Grunde stören die Gäste auf der Weihnachtsfeier. Und wir haben uns in diesem Jahr gesagt, was soll es?
du hast wieder jemand da. Da musst du hingehen, musst dich der Höflichkeit halber mit dem unterhalten und so weiter. Ja? Musst dir irgendwelche Sachen anhören, die du das ganze Jahr nicht hören willst und so weiter. Die Gäste stören. Also laden wir keine Gäste ein, um hinterher auf der Weihnachtsfeier ungestört zu sein. Genau. Kannst du mal machen, was du willst. Kann ich machen, was ich will. Und das Tolle ist, zum Beispiel, wenn wir jeden Abend ein Fest hätten nach der Show, würden wir gar keine Gäste mehr einladen. Das ist Aber das geht natürlich nicht. Das, wir feiern auch nicht jeden Abend nach der Show. Aber das ist das Tolle. Und unsere Gäste sind so befreundet mit uns mittlerweile, dass sie das verstehen. Es gibt keinen einzigen Gast, der jetzt zufällig draußen in einem Hotelzimmer hört und sagt, Moment mal, so reden die über uns. Dann könnt ihr uns auch mal das Jahr über, ja, wenn ihr uns vollsülzt und so weiter. Dann kommen wir gar nicht mehr. Nein, unsere Gäste wissen das. Sie wollen eigentlich gar nicht kommen. An der Weihnachtsfeier. An der Weihnachtsfeier, natürlich. Genau. Sonst schon. Ja, ja, eben. Ja, sonst rennen sie uns die Bude ein. Wann kommt denn mal wieder Katja Flint? Mit Peter Handke zusammen vielleicht. Guckst du in deiner Gästeliste nach? Das war so eine Überschwungshandlung. Also, es war, nein. Ja, du greifst immer zur Liste. Immer wenn ich einen Gästenamen sage, greifst du zur Liste und guckst drauf. Es kommt Kim Wilde, ist das richtig? Nee, doch nicht. Doch nicht? Doch nicht. Warum nicht? Soll ich das wirklich sagen? Ja. Sie wollte nur Halbplayback singen. Ja, da hören Sie mal, wie hart wir sind. Halbplayback. Das heißt, sie wollte singen. Ja. Und die Band sollte schrubben. Genau, aber ohne. Aber, sorry. Adios, Frau Wilde. Stay at home. Call us never again. Forget our number. So sind wir. Alle spielen bei uns live. Prince hat bei uns live gespielt. Ja? Alle. Wer hier kommt, spielt live. Wir haben einmal eine Ausnahme gemacht, das war, glaube ich, Vanessa May. Kommt nie mehr wieder. Nein. Sag es hier in die Kamera. Ich verspreche am Tag der Weihnachtsfeier, dass Vanessa May nie mehr kommt. Vanessa May kommt nie mehr wieder. Ja, hier wird live gesungen oder gar nicht. Natürlich. Es ist jetzt Schluss mit diesen Kompromissen gegenüber irgendwelchen Plattenmanagements oder so weiter. Ja, eben. Live oder gar nicht. Bleibt zu Hause mit euren Lip-Sync-Komikern. So, beim ZDF, das müssen Sie doch wissen, oder? Na klar. Ich meine, da geht es ja drunter und drüber in diesem Laden. Ja, ja. Diese ganzen Korruptionsanschuldigungen und diese ganzen schlimmen Gerüchte, die man da hört und so. Auch den Schmuddelkram, den die mal senden, ne? Ja, wirklich. Also, ja. Das ist ja also für mich als Gebührenzahler schon fast. Also, man traut sich nicht mehr, das Fernsehen offen vor den Kindern rumliegen zu lassen. Genau. Aber, liebe Österreicher, dafür habt ihr morgen noch eine Regierung. Ja, morgen ist es soweit, der große deutsche Schicksalstag. Die Frage ist, dieser Abweichler, eine grüne Frau, das ist jetzt das Neue, sagt, nein, also mein Gewissen sagt mir nein, aber um die Koalition nicht zu gefährden, stimme ich trotzdem für den Kanzler. Eine grüne Abweichlerin will jetzt auch für den Kanzler stimmen, aber eine SPD-Abweichlerin gibt es nach wie vor. Es wird sehr, sehr knapp und der Kanzler hat gesagt, Joschka, versuche die Abweichler umzustimmen, aber lass es wie ein Unfall aussehen. Wer sind Sie, diese Abweichler? Heute waren Ihre Bilder in der Bild-Zeitung. Und auf Wunsch von Otto Schily ab morgen in jeder Sparkasse. Wie früher, als Otto Schily zwar schon Anwalt war, aber noch auf der anderen Seite kann man nicht sagen. Er hat immer dafür gesorgt, dass die Prinzipien des Rechtsstaats nicht verletzt werden. So heißt das, ja? Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich finde es sehr, sehr zynisch. Ich finde es zynisch, menschenverachtend. Während die Grünen noch mit dem Gewissen ringen, sieht man aus Afghanistan schon wieder Bildern von Menschen, die feiern. Ja. Mal gespannt, wer den Schlüssel dafür hat. Seid doch mal so lieb, geht in meine Garderobe. Wenn ihr in die Hose seitlich reingreift, ich glaube links, nein hinten, es ist in der Gesäßtasche, wie wir damals beim Reichsarbeitsdienst gesagt haben. In der Gesäß... Reichsarbeitsdienst ist eine völlig normale Bezeichnung aus einer dunklen Epoche unserer Geschichte. Ja. Es gibt keinen Grund, ho, 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 ho zu machen, wenn der Begriff Reichsarbeitsdienst fällt. Das ist so, wie wenn Sie sagen, Adolf Hitler, boah. Er war nun mal
ein Mann, hat er eigentlich jede Vertrauensfrage gestellt? Was passiert eigentlich in diesen Zeiten mit Abweichlern? Ich weiß es nicht, ich frage nur. Ist Fragen schon verboten? Nein. Sind wir eine Diktatur? Nein. Nein, wir sind das freieste Land, das es je auf diesem fantastischen Boden, wo Glückspfennige im Strafraum vergraben werden, gegeben hat. Auch das verdanken wir den Amerikanern. Gestern habe ich lachende Menschen in Afghanistan gesehen. Das hat das Publikum vorher sehr, sehr irritiert. Als Zeichen der Befreiung. Bärte ab. Sven, danke. Unser Kollege, mein Name, haben wir angerufen bei Goldman Sachs. And what is los? What the beep is los bei Goldman Sachs? Wir haben gesprochen mit Herrn Rösch. Mhm. Herr Rösch ist Teamleiter. Von Frau König. Von Frau König? Mhm. Was heißt Teamleiter? Das klingt wie Teamchef. Teamchef heißt im Grunde keine Lizenz, aber das Teamleiter. Es gibt wohl ein Team von Investmentbankern, die dann auch bei NTV Rede und Antwort stehen. Und eine von denen ist Frau König. Ja. Und der Chef ist Herr Rösch. Herr Rösch. Mhm. Herr Rösch war, justiziabel formuliert, sehr unterkühlt am Telefon zu unserer Mitarbeiterin. Mhm. Er hat den Verdacht, dass wir Frau König nur einladen wollten, weil sie blond ist. Und er hat gesagt, er selber wäre schon oft bei NTV mittags in der Börse gewesen. Ihn hätten wir noch nie entdeckt. Maybe this is your problem, as we say in London. Ich meine, wir laden auch Leute ein, die nicht so gut aussehen, das stimmt. Ja. Aber dann muss irgendwie was kommen. Ja, also sag mal, jemand, Alan Greenspan, sieht irgendwo auch geil aus. Ja, aber den würden wir natürlich, weil der den Euro ja erfunden hat. Oder bestimmt, wie viel der Euro kostet und so. Herr Rösch ist bestimmt ein Riesentipp. Das muss jetzt sehr vorsichtig sein, diese Jungs von Goldman Sachs. Obwohl, wenn die mich verklagen, die hungere ich finanziell aus. Die mache ich einfach mit Kohle platt, diese Investmentbank. Herr Rösch ist zum Beispiel der, meiner laienhaften Meinung nach, irrigen Meinung, unsere Show wäre keine Plattform für Goldman Sachs. Goldman Sachs. Meine Show ist keine Plattform für euch. Wieso schickt ihr mir dann an meine Privatadresse kiloweise Hochglanzprospekte, in denen ihr sagt, ihr wollt euch um mein Vermögen kümmern? Und was meint ihr mit Vermögen? Meine EMTV und Telekom Aktien? And where the fuck habt ihr überhaupt meine Adresse her? Fahrt ihr mir abends nach? Lauert ihr mir auf? Seid ihr das an der Bushaltestelle? Ich glaube, dass Herr Rösch eine Spitzenkraft ist, ja. Fachlich. Aber natürlich ist eine attraktive Frau. Es gibt eine knallharte Regel für Gäste in Late-Night-Shows. Da sind Models, Kinder und Tiere. Ja. Das sind die besten Gäste. Und im Idealfall haben wir Gäste, die das alles auf sich verkörpern. Ja? Aber Herr Rösch ist ein toller Mann. Aber er ist auch irrtümlich, weil zum Beispiel Herr Jöris, seines Zeichens Investment Department, sagt Goldman Sachs, jederzeit. Es muss nur intern genehmigt werden. Selbe Firma. Der eine weiß nicht, was der andere macht. Das kennen wir wieder von unserem Laden. Nicht von Sat.1. Hier, von uns. Die haben alles geklärt. Herr Jöris von Goldman Sachs sagt, sure, wir können kommen, aber wir müssen es vorher mit dem Chef absprechen. Herr Rösch sagt, wieso ladet ihr mich nicht ein? Ja? Ich bin überzeugt, wenn die Chefs von Goldman Sachs das heute Abend sehen in Manhattan über Satellit, ja, die sagen, geht dahin, alle beide, mit Frau König. Denn eins ist klar, Investmentbank, das ist hier, das ist das ideale Forum für eine Investmentbank. Unsere Zuschauer sind intelligente, kaufkräftige, familienorientierte Kleinsparer, Bundesschatzbriefe, Aktien, neuer Markt. Durchaus auch risikobereit. Borussia Dortmund-Aktionäre haben wir im Team. Mhm. Die meisten Autoren haben sich am neuen Markt haltlos ruiniert. Wirklich, also das wäre schon, da wäre was zu holen. Das sehen Sie falsch, Herr Rösch. Aber vielleicht sollten wir das nicht so drastisch behandeln an Ihrem letzten Arbeitstag. So. Hoffentlich werde ich nicht verklagt. Kann man mich deswegen verklagen?
Kann man mich deswegen verklagen? Nein, du hast doch nichts. Du hast doch nichts. Ja, Deutsche, die Jungs von Goldman Sachs, die klagen schnell. Ich brauche dann einen Top-Anwalt. Ich brauche dann irgendwie Johnny Cochran, weil du von OJ. Ach so. Mit einer Pudelmütze und so. Wenn die passt, beweist, dass ich nichts gesagt habe. So. Was kommt wissenschaftlich jetzt? Interessante Meldung gefunden heute Mittag, als ich im Brockhaus geblättert habe. Jede dritte deutsche Frau trägt einen zu kleinen BH. Ist das richtig? Jede dritte saubere, anständige, blonde, deutsche Hausfrau in einer weißen Rüschenbluse mit einem blauen Faltenrock, mit Gretelfrisur und einem Lied auf den Lippen, wenn sie die 7 Kinder zur Schule bringt, trägt einen zu engen BH. Ist das wahr? Der einzige Vorteil bei einem zu engen BH ist natürlich, dass er beim Aufwachen von alleine in den Schrank springt. Ja. Wir sind heute irre gestiegen auf 29 Euro. Auf 29 Euro? Ja. Und das sind ja schon 2 Witzebücher, sind ja. Ach so, sind ja Euro. Entschuldige, natürlich. Ach, sind ja Euro. Ich denke immer noch in Gulden. Ja. Euro. Ja, aber Sie lachen. Manfred Kuck ist nicht der einzige Prominente, der sein Image in den Dienst von guter, seriöser Werbung stellt und sich hinterher von enttäuschten Kunden beleidigen lassen muss. Es greift um sich. Der trommeldove Kleinanleger Schiebold ist mit seinem saublöden Beschwerdebrief kein Einzelfall. Immer mehr Prominente werden von verstörten Verbrauchern für Werbespots zur Rechenschaft gezogen. So schrieb Roswitha Klößke, 36, an Veronika Ferres. Sehr geehrte Frau Ferres, Sie machen seit einiger Zeit schön Reklame für E.ON. Darin behaupten Sie steif und fest, mein E.ON steht mir gut. Ich habe mir daraufhin auch dieses E.ON besorgt, aber meine Titten sind bisher nicht 1 Millimeter gewachsen. Schönen Dank, Frau Ferres, verarschen kann ich mich selber. Bedient zeigte sich auch Rudi Mölchel, 34. Er schrieb an Franz Beckenbauer. Sehr geehrter Herr Kaiser, Sie machen jetzt Werbung für Telefon und Drehsessel. Dabei lehnen Sie sich gemütlich zurück und sagen, schön, dass sich mal jemand um mich kümmert. Dann kommt Claudia Schiffer rein und fragt. Stör ich? Ist ja wohl klar, was die will. Langer Rede, kurzer Sinn, ich hab mir den Scheißsessel auch gekauft. Ich lege 20 Mal da zurück, aber wer kommt nicht rein? Claudia Schiffer. Eine bodenlose Sauerei mit dem Verbrauchersvertrauen. Voll Teufel. Den Kaffee auf hatte auch Liesel Grund, 73. Sie schrieb an Czerno Jobatai. Sehr geehrter Herr Jobatai, Sie machen für gar nichts Reklame. Sie denken auch, nur weil Ihnen nichts angeboten wird, werden Sie aus der Sache raus und gehen. Ich finde Sie trotzdem scheiße. Sie sollten sich das schämen. Fazit: Schützt unsere Werbeträger vor der Zielgruppe. Briefe sind erst der Anfang. Das Neues von der Maul- und Klauenseuche. Sie sind informiert, hoffe ich, ja. Sie achten hoffentlich darauf, was Sie essen. Und auch wir werden Sie weiter über Maul- und Klauenseuche auf dem Laufenden halten. Auch dieses Thema wird von uns weiter, Achtung, ausgeschlachtet. Ein Wortspiel der erhobenen Mittelklasse. Schafe werden jetzt weltweit knapp. Viele, die irrtümlich Telekom-Aktien gekauft haben, sagen jetzt, Schafe! Hätte ich damals Schafe gekauft. Schafe sind so knapp. Gestern wurde in Köln der erste Inder im Restaurant gesehen mit dem Satz, Wolle, Wolle, kaufe. Dann Florida. Sie kennen es, meine Senioren. Ja? In Florida wird jetzt der erste Freizeitpark eröffnet, der mich persönlich interessieren könnte. Und zwar der erste Freizeitpark mit religiösen Themen. Er soll heißen Holy Land, ein christlicher Abenteuerpark. Und Motto des Parks soll sein Guns and Moses. Christliche Themen. Ideal geeignet für Familien mit Kindern. Sie können die Kinder abgeben im Herodespalast. Oh. Dann, meine Damen und Herren, Tablettensüchtige heute Abend unter Ihnen, Hypochonder? Natürlich, stehen Sie dazu, der Trend geht jetzt dazu, sich zu bekennen. Und ich selber, Sie wissen, ich schlucke täglich 40 verschiedene Medikamente. Ja? Ich habe mich oft gefragt, der Beipackzettel soll jetzt verständlicher werden. Das finde ich eigentlich schade, weil es gab einem so etwas Gruseliges, wenn man schon den Beipackzettel... Ja.
Ich habe teilweise nur wegen der Nebenwirkungen genommen. Ich habe mich immer gefragt, warum ist der Beipackzettel immer so drin, ja, dass, wenn ich den Beipackzettel haben will, muss ich erstmal alle Medikamente rausnehmen. Und wenn ich nur die Medikamente rausnehmen will, muss ich erst den Beipackzettel immer rausziehen. Egal wie sie es aufmacht, ist immer falsch. Verstehen Sie, was ich meine? Ist das zu kompliziert? Nein. Es ist einfach nicht lustig, oder? Ja. Zeit für den Räusperer des Tages. Das hier ist übrigens das Jahrbuch 2000 zum Schuljahr 2000 der Maria-Wart-Schule Mainz. Weil wer war Maria Wart? Keine Ahnung. Ich dachte erst, ob das der erste Teil eines Satzes ist. Weißt du, Maria Wart, ein Kind geboren oder so. Aber nein, es ist die Maria-Wart-Schule, eine katholische Mädchenschule in Mainz. Und mit herausgegeben von Frau Oberstudienrätin Seibert. Zeig sie doch mal näher, die kleinen Backfische. Junge katholische Mädchen, die auf Europa hoffen, nach Frankreich reisen und dann lauert dort Antoine. Haben Sie gehört, was jetzt passieren soll? Man will in der EU 2 Millionen Rinder töten. Mu. 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 Stupide, oder? Natürlich wehren sie unsere Bauern dagegen. Kann man da nicht irgendwas erfinden? Ich meine, wir haben doch auch noch, jetzt heißt es wieder, uranverstrahlte Waffen. Kann man das nicht irgendwie kombinieren? Kann die NATO nicht demnächst einfach Rinder abwerfen? Ich glaube, wir brauchen hier bald eine Aktion gegen Rinderfeindlichkeit in Deutschland mit dem Slogan, fass meine Kuh nicht an. Wenn das so weitergeht, Ökotest, die Zeitschrift Ökotest hat herausgefunden, Kalbsleberwurst enthält Rinderhirn. Mich hat es auch geschockt, weil zum einen esse ich Kalbsleberwurst, aber noch mehr hat es mich natürlich geschockt, weil ich ja die leere Pelle an den Gartenzaun hänge, damit sie Nachbarkinder ablecken können. Rinderhirn! Bin ich froh, dass ich zu Hause im Lammdarm schlafe. Ja. Bettwäsche aus Lammdarm. Sind Sie absolut? Gehen Sie mal zum Metzger und sagen, ist Wurst? Lammdarm. Sicher. Haben Sie Lammdarm? Ja, das. Wenn Sie was hören mit Lammdarm, das ist absolut. Haben Sie gehört, die Love Parade soll nächstes Jahr bei Ihnen stattfinden? Ja. Und zwar in Berlin soll zeitgleich mit der Love Parade eine Ökodemonstration stattfinden. Und das ist natürlich wichtig, dass sie genehmigt wird. Und da hätte man jetzt keine Zeit für die Love Parade. Und da soll die Love Parade in Hannover stattfinden. Eine tolle Sache eigentlich, oder? Soll aber nicht Love Parade heißen, sondern Titten-Expo. Liebe Hannoveraner! Das müssen Sie schon darauf einstellen. Wenn die Love Parade nach Hannover kommt, ist ganz Hannover hinterher im Grunde ein türkischer Pavillon. Also ein bisschen. Sehr viele Gäste. Titelseite, das. Grüninnen im Clinch. Von Ihnen aus zu Hause gesehen links, das ist Bärbel Höhn, unsere großartige Umweltministerin hier aus Nordrhein-Westfalen. Die Frau, die das alles hat kommen sehen. Mit BSE und Maul- und Klauenseuche, die jahrelang schon gewarnt hat, aber man wollte es nicht hören. Yeah. Und die Frau daneben ist die Renate. Renate Künast, die neue Powerministerin für Umwelt, Stromversorgung, Pflegeversicherung, moderne Kurzhaarschnitte und gesunde Wurstbrote. Und es ist Folgendes. Beide sind in derselben Partei, aber sie Man kann nicht sagen, sie gehen aufeinander los. Man kann nicht sagen, es ist diese Stutenbissigkeit wie im Büro bei Ihnen. Nein, nein, es geht um Inhalte. Es ist eine kontroverse inhaltliche Diskussion. Und zwar sagt Renate Künast, ich weiß nicht was, aber ist auch wurscht. Und zwar, man wirft vor, der Bundesgrenzschutz hätte das nicht genug abgesichert, sagt Bärbel Höhn an der Grenze. Dadurch hätte dieses Virus nachts verkleidet mit Rucksack reinschleichen können. Hätte man gesagt, Moment mal, sind doch ein Virus, Papiere. Aha!
Und da hat schon unser Innenminister Otto Schily, früher Grün, jetzt SPD, früher Anwalt, jetzt mit Polizeiuniform, teilweise bei gewissen Terminen, sagt, Bärbel Höhn sollte wirklich dankbar sein für das, was der Bundesgrenzschutz tut. Wir sind nur kleine Wähler, wir können das nicht beurteilen, aber wir sind natürlich in Angst, dass zwei so bedeutende Frauen in dieser Republik aufeinander losgehen. Denn es geht um unsere Sicherheit, es geht um unsere Wurstbrote, es geht um unsere Hähnchen, um unsere Steaks. An uns denkt aber keiner. Und wenn es so weitergeht, wird es nicht lange dauern und Bärbel Höhn betoniert sich vor einem Schweinestall ein. Aus Protest! Es gibt natürlich homosexuelle Abgeordnete und vielleicht auch Minister, wir wissen es nicht. Unsere Meinung hier in unserer privaten, kleinen, sympathischen Familienshow ist, es sollte Privatsache bleiben, jedes Einzelne. Wenn wir wüssten, dass jemand homosexuell ist, wir würden nicht mal eine Anspielung machen. Nein. Nein, nein, es ist Privatsache. Wenn hier ein Homosexueller sitzen würde, der tölt, der kreischt, ich würde es so tun, als höre ich es gar nicht, weil ich sage, ich will den Menschen sehen und nicht die Tucke. Aber zunächst mal zu Ihnen, meine sehr verehrten Homosexuellen. Sie sind ja zurzeit aus den Schlagzeilen nicht mehr rauszukriegen. Wie gesagt, der Stern jetzt komplett rosa, heute aufgemacht. Und Franz Müntefering sagt, und das ist eigentlich naheliegend, ich meine, die Arbeitslosigkeit ist geklärt. Ja? Krebs, Herzinfarkt sind besiegt, Waldsterben ist weg, Robben haben 4 Wochen Urlaub im Jahr. Es ist im Grunde ist alles geregelt. Was wir jetzt noch wissen wollen, ist, wer schwul ist, und dann können wir Feierabend machen. Ja? Insofern ist das von Müntefering naheliegend eigentlich. Berlin entschuldet, Blätter grün wie nie. Und wir haben uns gedacht, es ist doch mal ehrlich so, mit den Homosexuellen, ich finde, es muss den Leuten selber überlassen bleiben, wer sich outet und wer nicht. Aber man kann doch mal sagen, bei dem habe ich schon immer gedacht. Mal so rein aus dem Bauch raus. So mal rein emotional sagen, also das ist doch bestimmt einer vom anderen Ufer, wie wir auf dem Land sagen. Ja? Und wir haben einfach mal Politiker aus dem Deutschen Bundestag, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun. Wir wissen nicht, ob sie homosexuell, bisexuell, heterosexuell sind oder nur noch im Dienst der Partei unterwegs. Und wir zeigen Ihnen einfach mal prominente Politiker und Sie sollen mal einfach rein emotional sagen, nur aus dem Bauch raus, keine Festlegung, schwul oder nicht schwul. Ich finde, das ist eine schöne Aktion und wir machen es folgendermaßen. Das ist keine Festlegung, nur mal so vom ersten Eindruck, ja, weil nach dieser Aktion von Müntefering, wir werden ja in den Tagesthemen, wenn Wickert also sagt, guten Abend meine 17-Jährigen, also das war ja nicht Wickert, ich meine, das war nur ein Tagesthema. Nun zum Thema Kosovo. Guten Abend, ich als Homosexueller möchte sagen, und alle werden jetzt erstmal sagen, ob schwul oder nicht, auch ob fremdgegangen am Nachmittag, finde ich, kann man auch von den Politikern erwarten, dass der Politiker sagt, entschuldigen Sie, ich mache gerade die Hose zu, ich komme gerade aus dem Kanzleramt, aber nun zum Thema Steuerreform. Das kann man erwarten. Ja? Ich finde, wer da ehrlich ist, der erhöht auch nicht einfach die Ökosteuer. Heimlich. Also. Wir machen es folgendermaßen. Ein echter demokratischer Vorgang, wie früher im alten Griechenland, wo ja alle schwul waren. Da gab es ja gar nichts anderes. Ja? Die haben sich ja fortgepflanzt durch Einkauf in Rom. Ja? Wie früher auf dem Marktplatz. Folgendes. Ich zeige Ihnen beliebte Politiker. Ich sage es nochmal. Wir wissen nicht, ob sie schwul sind oder nicht. Wenn Sie der Meinung sind, schwul, rufen Sie einfach rein, schwul. Ja? Ja? Wenn nicht, sagen Sie nichts. Okay? Nochmal, falls jetzt schon die Anwälte schreiben. Wir wissen nicht, ob diese Herren im Park oder im Darkroom oder sonst wo, ja? Entscheiden Sie selbst. Sie sind der Wähler. Wer der Meinung ist, schwul, ruft es rein. Wer der Meinung ist, nicht, hält sich geschlossen. Nicht schwul. Diese Seife an den Händen. Schauen Sie, meine Damen und Herren, was dieses lustige Tier, wie heißt es? Ich glaube, das ist IA. Aus dem Film? Da war man sich heute Morgen nicht einig, ob das... Oh. Das werden jetzt viele haben wollen.
Das schenken wir aber nicht her. Ja. Bringen Sie einfach Ihre Frau dazu, dass es macht. So schnell ist die saure Gurke nicht abrufbereit, oder? So, genügt das? Schau, mitten in der Bewegung. So, jetzt aber Schluss damit, meine Damen und Herren, denn mein nächster Gast möchte nicht mit solchem Schabernack gelangweilt werden. Ich muss mal ein bisschen hier sauber machen. Das ist ja doch hier diese Seifenlauge. Rutscht man schnell mal drauf aus und man weiß ja nie, wie sich das Gespräch entwickelt. Wir kommen zum Liebling des Monats Mai. Abgelöst wird unser Findolin, der super hippe IT-Adler der Bundesregierung. Genau. Toller Liebling war das. Mhm. Wir haben oft auf ihn verwiesen. Und hier sind die Kandidaten für Liebling des Monats Mai. Schauen Sie hier als erster nicht der Politiker, sondern seine Brille. Die Jean-Marie Le Pen-Brille. Sind wir schon wieder so weit, dass ein Unterhaltungspublikum die Sehhilfe eines Rechtsextremisten beklatscht? Egal, was Sie machen, ich mache immer ein schlechtes Gewissen. Ja? Es ist völlig wurscht. Und ich habe am Dienstag auf Arte einen Bericht gesehen, da hat ein englischer Journalist europäische Länder, Österreich, Italien, Frankreich und Deutschland bereist, auf der Suche, wo sind die Rechtsextremisten. Mhm. Sehr interessant. In Italien, großer Auflauf am Sarkophag von Mussolini. Mit Gruß, mit allem. Und der legendäre Satz in Italien, Faschist sein bedeutet heute, sich um soziale Probleme kümmern. Hat dieser Italiener gesagt, gut gelaunt, sympathisch, hat mich irgendwie irritiert. Weil natürlich die Umkehrung schon problematisch wird, dieses Satzes. Wer sich um soziale Probleme kümmert, ist ein Faschist. Das stimmt natürlich nicht, verstehen Sie? Aber irgendwie so italienisch kam das rüber, man wurde da allein gelassen und dann ging es nach Frankreich und dann kam ein Interview mit Le Pen. Und das war wahnsinnig interessant, weil man kann Le Pen vieles vorwerfen. Ja? Und 1 Million Franzosen waren auf der Straße gegen ihn. Was man ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht klar sagt, was er vorhat. Mhm. Das kann man echt nicht sagen. Der Reporter hat zu ihm gesagt, Monsieur Le Pen, Sie sind doch Rassist. Und da sagte Le Pen in so einem Pulli, wie du eigentlich so bei Randzuschauern siehst. Ja? Nur mal modisch jetzt. Ja? Rassist, 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 Rassist. Und dann wurde übersetzt, wörtlich, boah, Rassist. Was soll ich machen, um Ihnen zu beweisen, dass ich kein Rassist bin? Soll ich einen AIDS-kranken Neger heiraten? Sagt Le Pen, auf Arte. Auf Arte. Dann ging er so ein bisschen empört rum in seinem Büro. Ja, und dann sagt er, und wenn ich das mache, dann sagen Sie nur, das ist doch nur der Neger von Le Pen. Auf Arte. Ja? Sehr, sehr interessant. Fazit war, Rechtsextremismus in Deutschland gibt es nicht in Spanien und in England. Hat er schon letztens. Da hat auch Jörg Haider interviewt. Mhm. Ja, beim Bungee-Jumping und so. Und es war sehr interessant. Und in Deutschland weiß ich gar nicht, wo er war. Ich habe vergessen, ein Bericht auf dem Oktoberfest. Also, das ist die... Dieser Satz, anständige deutsche Firma, ja? Weißt du, von wem ich den habe? Nee. Von unserem vorherigen Altkanzler Helmut Schmidt. Hat er das? Habe ich mal in einer Talkshow gesehen, kann man doch mal sagen. Er ist der Einzige, finde ich, der das öffentlich macht. Das ist auch Schnupftabak, wenn diese ganzen Showstars und so vorher... In der Garderobe. Nein, der Altkanzler, der Alt-Altkanzler sitzt da und sagt, das kann man doch mal sagen, Siemens, sind doch alles anständige deutsche Firmen. Keiner zu widersprechen gewagt. Und ich habe gesehen, ich glaube, das wird jetzt neu hergestellt von unserer Glasindustrie, der Helmut Schmidt Talkshow Gastaschenbecher. Der ist so groß. Der ist so groß, damit der Kanzler, auch wenn er sagt, und mein Freund Henry Kissinger, buff, ohne hinzugucken, trifft er in die Asche. Ich erwarte eigentlich, dass da zwei Juso stehen und mit der Hand die Asche auffangen. Egal wohin er Asche. Also. Ja. Michael Straut, dann ist
Übermorgen Bekanntgabe, Anke Schäferkord, 20-Jahres-Vertrag, Chefin von RTL. So ist es. So. Ich habe Post bekommen von Ludwig Haas, dem beliebten Darsteller von Dr. Dressler aus der Lindenstraße, den wir kürzlich erwähnt haben, als einer der erfolgreichsten Hitler-Darsteller im Ausland. Ja. Und er hat mir Fotos geschickt von sich als Hitler in internationalen Hollywood-Produktionen. Da sieht man noch den Rollstuhl quasi. Aber also da kann man noch erkennen, dass es sich um Ludwig Haas handelt. Wie hieß der Film? Der steht drunter. Pétain. Ach, da war Marshal Pétain aus Frankreich. So, hier hätte ich ihn nicht mehr erkannt, Ludwig Haas, als Dr. Dressler. Oder? Nee. Und unten, das könnte auch aus der Lindenstraße sein. Ja, na, also bitte. Die haben nicht so breite Straßen da. Ja, klar, aber ich meine so, dass irgendwie so Klausi Beimer so eine Aktion startet und so ein Video selber dreht oder sowas. Ja? Ich finde, das Thema gestern Abend habe ich wieder gesehen, Hart aber fair mit Frank Plasberg. Super Sendung. Hammer Sendung. Ja? Würde mich nicht wundern, wenn Anke Schäferkord als Chefin von RTL Frank Plasberg rüberholt zu RTL. Mit einer knallharten Politshow in RTL. RTL will insgesamt ernsthafter werden. Ja, wollte der Ex-Chef, aber der ist ja nicht mehr Chef. Ja, stimmt. Aber vielleicht ist die neue auch die Chefin. Ja. Gut, man weiß es nicht. Wir werden es hören. Und es ist klar, es muss etwas gegen den Rechtsextremismus passieren. Es muss jetzt, kann man in diesem Zusammenhang sagen, Flagge gezeigt werden? Ja, schon. Man ist so unsicher mit unseren Metaphern. Nein, oder? Auf jeden Fall. Ja, die Metaphern sind ja mal auch auf den Tisch hauen. Auf den Tisch hauen und mal zeigen, wo der Hammer hängt. Genau. Ja? Und wir haben lange diskutiert und dann, als dieses Bild kam, fiel uns ein, ist doch so. Wenn es zum Beispiel im Fußball was Strittiges gibt, ja, wer klärt final mit einem Satz? Franz. So ist es. Ja? Franz Beckenbauer. Sagt irgendwie, jetzt geht's raus und spritz. Genau. Ja? Oder lass doch den Kasperl-Sender, wenn er kein Interview geben will. Ja. Franz klärt das mit einem Satz. Im Thema Rechtsextremismus, wer könnte das mit überzeugender Glaubhaftigkeit mit einer einzigen Aktion ein für alle Mal klären? Der Führer. Ja. Nicht, dass Sie zu Hause jetzt zusammenzucken. Ja. Ja, in welche Richtung auch immer. Nein. Nein. Das muss auch an Schulen gezeigt werden. Richtig. Und in Volkshochschulen. Ja. Und man muss zu Hause am Küchentisch darüber sprechen. Und man muss aufklären, das ist alles richtig. Aber es muss ein Beitrag. Wir wollen einen Beitrag leisten. Und wir drehen jetzt einen kleinen Schulungsclip oder einen Aufmerksamkeitsschaffungsclip, in dem wir sagen, jawohl, es ist richtig, wenn es von einem, der weiß, wohin das alles führt. Eben. Also das weiß er wirklich, oder? Ja, natürlich. Ja. In der Materie drin. Ja, der ist in der Sache drin, er ist im Thema drin, bingo, er war im Meeting und so weiter, wie man das heute... Heute würde man das cooler und hipper formulieren. Ja, ich schicke dir eine Mail und so weiter, das gab es ja damals alles gar nicht. Ja. Wir drehen jetzt sozusagen ein Video, in dem wir uns der Aktion Warnung vor dem Rechtsradikalismus anschließen. Und wir machen das hier, falls Sie zu Hause auch so ein Video drehen wollen. Und man kann ja gar nicht genug warnen. Auch jetzt, wie vor bevorstehende Landtagswahl in Schleswig-Holstein und so weiter. Was ziehst du denn an? Das ist eine Jacke, die ich jetzt als Darsteller von Hitler trage. Wieso? Ja, das sieht aus wie Schützenkönig von Irak-Geschwind. Oder der Förster vom Silberwald. Das ist doch keine... Ich will mich jetzt historisch jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber... War der Unterschied so groß? Nein! Ich mein, verstehst du? Ich meine, von der... Du musst ja die Zielgruppe... Ich weiß es doch nicht. Ist die Jacke ja, so? Hatte der nicht so einen alten grauen Mantel immer an? Wenn jetzt einer reinzippt... Ja. Ja? Aber das ist ja dann nur heißt eine es Rolle. Wieder, es ist bitte? Nur eine Rolle. Es ist nur eine Rolle. Es ist eine Rolle. Es ist Rolle. Nicht, dass sie sagen, aha, und dafür gibt es die Gebühren. Das ist aber kritisch. Was? Das ist kritisch. Was ist kritisch? Ne, weil es halt so echt, weil es dir einfach gut steht, ne? Es ist fesch, also es macht dich jünger, würde ich sogar mal sagen. Es macht mich jünger? Ja. Ja, das heißt also, du fühlst dich, darf ich das mal so interpretieren? Du fühlst dich durch nationalsozialistische Kostümierung erotisch angesprochen. Nein, nein, nein. Ja?
Was ist denn? Erstens, warum sollte, wenn dich irgendetwas jünger macht, mich das erotisch anziehen? Ja, weil du so ein Jünger bist. Ja, eigentlich sehr heterosexuell eingestellt und... Eigentlich sehr. Zwei Einschränkungen in drei Worten. Ja. So. Ja, also du willst jetzt drehen. Ja, wir müssen drehen. Ja, natürlich müssen wir drehen. Ja, ich brauche einen dunklen Hintergrund. Können wir mal dieses Video-Warnungslicht machen, wo so ein bisschen Schneetreibenlicht, ja. Ja, das ist noch zu hell, so. Das ist gut, so. Wir haben Theaterschnee. Wir hätten auch echten Schnee draußen gehabt, aber Theaterschnee ist besser. Ja. Ja? Aber das ist zu sehr kuschelig, oder? So Sterntaler Schnee, ne? Nein, der kommt ja auch von vorne. Richtig, also so Februar 44 Schnee. Ach so. Ja. So, du bedienst die Windmaschine. Ah ja, warte. Noch nicht warte. Mit dem Schnee? Nein. Hab ich was gesagt? Wir können das nur einmal machen. Filmsprache, wir können das nur einmal machen. Ganz genau. So wie Spielberg bei den ersten Filmen von Indiana Jones. Die Windmaschine geliehen von der Philharmonie. Ja. Ja? Hör mal, so ein bisschen geheimnisvoll. Nein, das ist schon richtig. Also das ist schon, ja. So. Okay. Richtig. Wir können es nur hört einmal man machen. Hört man auch, was du sagst? Bitte? Hört man trotz des Sounds, was du sagst? Ja, man hört es. Ich spreche laut und direkt hier ins Mikrofon rein. Daher kommt ja diese Geste. Ah, ja. Verstehst du? Ja. Ah, wow. Alles klar? So, es muss beim ersten Mal klappen. Okay. Wind ab, Schnee ab, richtig von vorn. Okay. Jetzt. Ich warne nachdrücklich vor allem junge Menschen davor, sich rechtsradikalen Parteien anzuschließen. Lassen Sie nicht hineintreiben in Fremdenhass, Gewalt, Rassismus. Das endet in der Katastrophe. Ich weiß, wovon ich rede. Hier ist ein Brief von Herrn Rechtsanwalt Evers aus Köln, der sich auf meine Aussage in der letzten Sendung bezieht, der Bundestagspräsident sei der zweite Mann im Staat. Das ging an den Westdeutschen Rundfunk und Herr Rechtsanwalt Evers, vielen Dank, dass Sie uns geschrieben haben. Und wir nehmen Ihnen nicht übel, dass der Brief gleich mal drei Schreibfehler enthält. Das fängt schon an beim Appell Hafplatz. Dann schreiben Sie hier Bundestagspräsident Lammers, der Mann heißt Lammert. Und hier unten der Bundespräsidentenrennen, da haben Sie ein T mit einem R verwechselt. Das kann schon mal vorkommen. Aber immerhin haben Sie in den 60er Jahren bei dem renommierten Staatsrechtler Professor Hermann Jahreis folgende protokollarische Reihenfolge gelernt. Erstens Bundespräsident, zweitens Bundesratspräsident, drittens Bundestagspräsident, viertens Präsident des Bundesverfassungsgerichtes und fünftens Bundeskanzler. Das alles konnten Sie seither nie brauchen, aber jetzt konnten Sie es uns schreiben. Und dafür sind wir dankbar, denn wir nehmen unsere Zuschauer ernst, sehr ernst. Wir haben den Fall geprüft. Erst hieß es, lass doch und schreiben so viele Bekloppte, wir können nicht auf alles eingehen. Ich sage, Moment, ich dulde nicht, dass über einen Rechtsanwalt so gesprochen wird, auch wenn er nicht promoviert wurde. Wir prüfen das. Geh doch mal, wie heißt dieses verrückte Zeugs dann mit diesen elektronischen Kästen? Internet. Ja. Geh doch mal ins Internet auf die Homepage bundestag.de. Da sehen wir Deutscher Bundestag, die offizielle Website. Zweiter Mann im Staat, Doppelpunkt Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert. Ich sage... Das genügt mir nicht. Rechtsanwalt Evers aus Köln, der schreibt doch nicht einen Brief mit drei Tippfehlern, ja, ohne sich in der Sache total sicher zu sein. Der Mann hat doch studiert. Ja? Der hat doch mit Sicherheit unschuldige Mörder vor dem elektrischen Galgen gerettet. Das muss geprüft werden. Wir am Ersten haben das große Glück, meine Damen und Herren. Wir schalten in so einem Fall einfach nach Karlsruhe, wo unser Rechtsexperte aus dem Ersten für uns heute Zeit hat. Herzlich willkommen, Karl-Dieter Möller. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Herr Möller, ist der Bundestagspräsident der zweite Mann im Staat? Typische Antwort für einen Juristen, jein. Es geht schlicht und einfach darum, dass in der Rangfolge gefühlt jedenfalls es drei Arten gibt. Da gibt es die gefühlte Rangfolge. Da meinen die meisten, der Bundespräsident ist der Erste, die Zweite, die Bundeskanzlerin. Das ist wohl nicht richtig. Dann gibt es die protokollarische. Und da kommen wir der Sache schon näher. Da ist in der Tat der Bundestagspräsident in der protokollarischen Rangfolge der Zweite. Und dann guckt man einfach mal in unser tägliches sozusagen Gebetbuch, das Grundgesetz.
Und da steht, den Bundespräsidenten vertritt in seiner Abwesenheit, wer wohl, der Bundesratspräsident. Ist der Bundestagspräsident der zweite Mann im Staat, Herr Möller? Ja, protokollarisch ja. Aber der Bundestagspräsident kann zum Beispiel keine Gesetze unterschreiben, die an den Bundespräsidenten gehen. Wenn der nicht da ist, macht das der Bundesratspräsident. Und derzeitiger Bundesratspräsident ist wohl noch Peter Müller. Der per Zufall wieder reingekommen ist, der eigentlich schon abgeschlossen hatte mit dem Leben, also dem politischen, als Ministerpräsident im Saarland. Aber wenn ich jetzt sage, Kinders, ich muss mal schnell den zweiten Mann im Staat anrufen, wen rufe ich da an? Da kommt es darauf an, wen Sie haben wollen. Wenn Sie protokollarisch vorgehen, dann sagen Sie einfach, ich rufe den Bundestagspräsidenten an, Herr Lammert, mit T, wohlgemerkt. Ja, also oder wenn Sie sagen, ich will doch jetzt mal sehen, der Bundespräsident ist gerade in Caprio oder was weiß ich wo, dann sagen Sie halt stopp, wer hat denn jetzt die Ernennung, was weiß ich, des Ministerialdirektors XY unterschrieben oder des Staatssekretärs und da gucken Sie und da fragen Sie mal am besten den Bundesratspräsidenten. Aber als ich den Satz gesagt habe, war ja der Bundespräsident in Berlin. Also war zu dem Zeitpunkt der Bundestagspräsident der zweite Mann im Staat, oder? Protokollarisch vollkommen korrekt. Auch inhaltlich? Inhaltlich, da kommen wir wieder auf den Anfang. Ja, Herr Möller! Nee. Lieber Harald Schmidt, so ist das leider. Aber wie gesagt, ich sage immer, ein Blick ins Grundgesetz erleichtert die Rechtsfindung. Und da ist in der Vertretung der Bundesratspräsident der Vertreter des Bundespräsidenten. Es gibt dieses ungeschriebene, protokollarische, das gilt ja seit Jahrzehnten, dass der Bundestagspräsident im Protokoll sozusagen nach dem Bundestag, nach dem Bundespräsidenten kommt. Und in der Rangfolge ist es übrigens so, dass danach dann die Bundeskanzlerin kommt, dann kommt der Bundesratspräsident und zum Schluss an fünfter Stelle protokollarisch kommt der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Wäre es denn da nicht einfacher, wir hätten eine Monarchie? Ja. Herr Müller? Ja. Was soll ich jetzt Herrn Rechtsanwalt Evers sagen? Jedenfalls für Sie. Bitte? Jedenfalls für Sie wäre die Monarchie einfacher, um die Frage zu beantworten. Und hat der Evers rechts mit einem Einwand? Soll ich mich bei ihm entschuldigen, oder? Wenn Sie ihn noch mal rückfragen und sagen, ob er das protokollarisch meint, dann würden Sie ihm recht geben. Wenn er mal ins Grundgesetz gucken würde, wäre das wohl nicht ganz so richtig. Gut. Auch wenn er bei Herrn Jahreis promoviert hat. Ja, Sie kennen Herrn Professor Jahreis? Der ist unter Juristen bekannt. Ein Koryphäe? Ja. Ja. Also liegt wahrscheinlich doch ich falsch, oder? Nein. Das hat vieles zur Klärung beigetragen. Dankeschön, Herr Möller, nach Basel. Vielen Dank. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe in der Hitze meiner letztwöchigen Live-Sendung das falsch gemacht. Selbstverständlich, sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Evers, haben Sie recht. Sind Sie auch so ein verkappter Grüner, der Jaguar fährt, Verbrenner natürlich, und dann aus Ablasshandel grün wird? Nee, ich kann es Ihnen noch viel besser sagen. Ich mache immer Wahl-O-Mat. Ja? Und bei der letzten Wahl kam bei mir raus 50% Übereinstimmung Grüne, 50% AfD. Ja, ja. Und ich war geschockt, 50% Grüne. Ja. Das heißt, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Ja. Und das heißt aber, das ist das Bedenkliche, kaum ist man mal für Waffenlieferungen und Kriegseinsätze, wird man in so eine grüne Ecke gedrängt. Und dagegen muss ich mich natürlich wehren. Ja. Helene, du hast dich in FDP-Farben, aber du willst was anderes ankündigen. Der Kanzler da? Weiß man denn in etwa, wo er ist? Genau. Das ist heute auch schon auf Handy abzulesen, ne? Ja. Kommt er denn mit dem Auto oder mit dem Hubschrauber? Vor. Genau, und da ich merke, dass sich das hier langsam totläuft. Ja, Moment. Und. Genau. Es ist ein Unterschied, ob Sie so einem abgezockten Politprofi gegenüber sitzen oder bei Maischberger die Stichworte geben. Ja? Ja. Okay. Das also, ist. Jetzt herzlichen Dank, Herr Schmidt. Das ist. Da ich ja hier heute am längeren Hebel sitze, darf ich Sie jetzt bitten, die Bühne zu verlassen, Herr Schmidt? Ja, kannst du kommen. Gehen wir nach oben, ja. Sie sehen die beiden Herren ja später nochmal, wer möchte. Oh.